Hallo Internet, danke fürs Reinschauen. Heute geht's um die Stichhaltigkeitsprüfung nach dem neuen Hinweisgeberschutzgesetz. Was ist passiert seit dem letzten Video? Im Februar sollte das vom Bundestag beschlossene Gesetz durch den Bundesrat angenommen werden. Es ging in die Sitzung und die Unionsmehrheit dort hat das Gesetz abgelehnt. Die Bundesregierung hat jetzt die Wahl, entweder den Gesetzentwurf zu überarbeiten, sodass er nicht mehr zustimmungspflichtig ist, oder sie kann den Vermittlungsausschuss anrufen. Egal was, die EU-Kommission hat jedenfalls beim EuGH Deutschland verklagt wegen der zu späten Umsetzung. Was bedeutet das? Klipp und klar, das Hinweisgeberschutzgesetz wird kommen. Und zwar mit dem nach der EU-Whistleblower-Richtlinie vorgeschriebenen Inhalt. Ich bin Rechtsanwalt Andreas Drapp und ich berate zum Compliance-Risikomanagement. Also macht das denn jetzt überhaupt Sinn, Umsetzungsvorbereitungen zu treffen, wenn noch nicht mal ganz klar ist, in welcher Form das Hinweisgeberschutzgesetz in Deutschland kommen wird? Darauf möchte ich eine klare Antwort geben. Ja, es ist sinnvoll, jetzt damit anzufangen, aber natürlich nur mit den Punkten, von denen auch klar ist, dass sie so kommen werden. Und die Stichhaltigkeitsprüfung gehört auf jeden Fall dazu. Die Stichhaltigkeitsprüfung finden wir in § 17 Absatz 1 Nummer 4 des Hinweisgeberschutzgesetzes und da wird verlangt, dass eine eingehende Meldung auf Stichhaltigkeit geprüft werden. Und dasselbe finden wir auch in Artikel 9 der EU-Whistleblower-Richtlinie. Die verlangt, dass die Mitgliedstaaten ein ordnungsgemäßes Verfahren für die Folgemaßnahmen festlegen. Und in Artikel 5 Nummer 12 findet man dann die Definition von ordnungsgemäßen Folgemaßnahmen und dazu gehört, dass die eingehende Meldung auf Stichhaltigkeit zu prüfen ist. Was sagt uns das? Egal, ob jetzt das Hinweisgeberschutzgesetz im Vermittlungsausschuss nochmal überarbeitet wird, vielleicht sogar zum Gunsten des Mittelstands, oder ob die zustimmungspflichtigen Teile entfernt werden, auf jeden Fall werden Unternehmen bei der internen Meldestelle eine Stichhaltigkeitsprüfung machen müssen. Und die ist der erfolgskritische Faktor für das Funktionieren eines internen Hinweisgebersystems. Warum das so ist, das will ich in diesem Video genauer zeigen. Tatsächlich geht es darum, dass die Stichhaltigkeit der in der Meldung erhobenen Behauptung geprüft wird, und zwar mit dem Zweck, die Entscheidung über angemessene Folgemaßnahmen zu treffen. Und als Folgemaßnahmen kommt hauptsächlich in Frage interne Untersuchung, Verweisung an andere zuständige Stellen und der Abschluss des Verfahrens aus Mangel an Beweisen. Und das wird, so sage ich jetzt mal voraus, eine der entscheidenden Stellschrauben sein, wenn Unternehmen Hinweise effizient bearbeiten wollen. Das ist irgendwie klar. Wenn ich jeden eingehenden Hinweis auf Fehlverhalten mit einer internen Untersuchung bearbeiten wollte, dann habe ich einen riesen Aufwand und komplett zu Unrecht. Schauen wir uns an, wie es bei den Staatsanwaltschaften ist. Die haben ja das Offizialprinzip und die müssen jeder Anzeige nachgehen, die einen Straftatbestand nahelegt. Und die Staatsanwaltschaften stellen 3/4 der Verfahren ein, nach unterschiedlichen Normen. Meist, weil kein Anfangsverdacht vorliegt, aber auch, weil sie Anzeigen beleidigenden Inhalt haben oder querulatorisch sind. Und dann gibt es die Fälle der sehr gut gemachten Strafanzeigen. Die werden meist unter Mitwirkung von Rechtsanwälten abgegeben
Und bei denen wird schlüssig sämtliche Elemente des äußeren Tatbestands einer Strafnorm vorgetragen. In Wirklichkeit dienen diese Strafanzeigen meist nur der Vorbereitung von zivilrechtlichen Schadensersatzklagen. Man versucht im Grunde genommen, die eigene Beweisnot dadurch in den Griff zu kriegen, dass man eine Strafanzeige macht und danach per Akteneinsicht an die Beweismittel kommt. Und auch das will die Staatsanwaltschaft nicht. In Wirklichkeit sind ungefähr ein Viertel der Fälle, 25%, in einem Format, das ein Anfangsverdacht gerechtfertigt ist. Und ich gehe jetzt davon aus, dass ungefähr das Gleiche bei Whistleblower-Meldungen gelten wird. Was da alles dranhängt an der Stichhaltigkeitsprüfung, möchte ich an folgendem Schaubild darstellen. Und das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Es fängt erstmal an mit der Meldung. Und da muss man schauen, ist sie im Anwendungsbereich des Whistleblowing-Verfahrens oder nicht. Wenn sie nicht im Anwendungsbereich des Whistleblowing-Verfahrens ist, also zum Beispiel, wenn es eine Kundenbeschwerde ist oder wenn es eben einfach etwas ist, was keinen insgesamten Missstand betrifft, sondern vielleicht ein Problem, das ein Mitarbeiter im Einzelfall hat, dann wird es an ein anderes Verfahren verwiesen, zum Beispiel an den Betriebsrat oder an den Datenschutzbeauftragten. Wenn es aber wirklich im Anwendungsbereich ist, dann kommt es zur Stichhaltigkeitsprüfung und da wird entschieden, ist die Meldung stichhaltig oder ist sie es nicht. Wenn sie nicht stichhaltig ist, stellt man das Verfahren aus Mangel an Beweisen ein und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Der Whistleblower sieht das ein oder er sieht es nicht ein. Und wenn er es nicht einsieht, dann haben wir offensichtlich ein Problem. Dann wird er nämlich entweder an die externe Stelle gehen, externes Whistleblowing machen, oder er geht an die Presse. Und wenn er nichts von alledem macht, die Sache aber tatsächlich für extrem problematisch ansieht, ja, dann macht er eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Das ist etwas, was auf jeden Fall ein Problem ist, auch wenn es kein Whistleblowing im engeren Sinn ist. Und was ist, wenn es stichhaltig ist? Ja, wenn es stichhaltig ist, ist es einfach. Dann startet man interne Ermittlungen, klärt den Sachverhalt auf, stellt das Problem ab, wenn es überhaupt eins gab. Oder ja, man stellt fest, dass es in Wirklichkeit keinen Verstoß gab. In dem Fall würde man es dann auch wieder dem Whistleblower mitteilen müssen. Und wir sind wieder beim Thema, sieht er es ein, dass es korrekt ist? Und oder geht er dann an die externe Stelle oder gibt das der Staatsanwaltschaft? Wenn die Meldung stichhaltig ist und es ist offensichtlich wirklich eine Straftat, und zwar etwas Schwieriges, was man vielleicht auch gar nicht intern aufklären kann. Ein Beispiel wäre aus meiner Sicht Korruption. Sie können keine Korruptionsaufklärung rein intern machen. Sie können da höchstens Vorarbeiten leisten. Aber die externe Beteiligung, da werden Sie früher oder später mit den Ermittlungsbehörden in Kontakt treten müssen. Und das sieht das Whistleblowing-Gesetz auch vor, Abgabe an die zuständige Behörde. Bei Strafverfolgung sind das die Polizei, die Staatsanwaltschaft, möglicherweise auch, wenn es Ordnungswidrigkeiten sind, Verwaltungsbehörden. Und dann gibt es Straf- und Bußgeldverfahren. Hier gibt es dann wieder das Thema Kooperation bei der Aufklärung. Und letztlich, das wird dann auf das Unternehmen zukommen, Verteidigung. Also die Verteidigung im Bußgeldverfahren oder im Strafverfahren. Das sind letztlich die Punkte, die an der Stichhaltigkeitsprüfung dranhängen. Und die muss man sich klar machen, bevor man das ganze Verfahren konzipiert und aufsetzt. Woran erkennt man aber einen Lügner? Ich möchte das an einem Beispiel aus dem Netz darstellen. Es geht hier um eine Twitch-Streamerin, Extra Emily, und die ist super erfolgreich. Die hat auf einer Plattform, in der eigentlich so 3.000 bis 4.000 Follower üblich sind, 120.000 Follower. Die hat gewissermaßen den Durchbruch geschafft und sollte von einer größeren Firma jetzt unter Vertrag genommen werden. Die streamt jeden Tag für ihre Follower
Aber am Sonntag und am Montag konnte sie nicht. Warum? Sie sollte Vertragsunterzeichnung machen und hatte sich verpflichtet, Stillschweigen über den Vertragsabschluss zu wahren. Also das durfte sie auf keinen Fall ihren Followern sagen. Sie wollte aber auf jeden Fall in dem Stream am Samstag erklären, dass es am Sonntag und am Montag keine Streams geben wird. Und das macht sie so. And the reason why I can't stream on Sunday and Monday is because on Sunday I will be registering my car and Monday I will be opening my P.O. box. So that's why I can't. And then I'm also sick. So, yeah. And I'll see you guys on Tuesday. So, it's nothing. Oh, I'm also just busy. I'm cleaning my room. Also das Netz hat sich kaputt gelacht über diese Erklärung. Und ich meine, es fällt ja auch jedem sofort auf, die unsichere Haltung und dass da definitiv etwas anderes dahinter steckt, als was extra Emily ihren Followern versucht, glauben zu machen. Und ehrlich gesagt, es ist ja auch wirklich sympathisch, es mit jemandem zu tun zu haben, der lügt, aber offensichtlich überhaupt keine Erfahrung damit hat. Davon aber kann man als Sachbearbeiter an der Whistleblower-Hotline auf keinen Fall ausgehen. Hier braucht man wirklich fundierte Möglichkeiten, um einzuschätzen, ob eine Meldung stichhaltig ist oder nicht. Aber im Ausgangspunkt stimmt es natürlich schon. Wir erkennen unerfahrene Lügner intuitiv. Es gibt da zwei wesentliche Punkte, die wir auch in dem Video beobachten konnten. Es war ganz klar, extra Emily zeigte deutliche Stresssymptome, sie wippelte hin und her, die Körpersprache war unsicher. Aber wenn wir es mit Whistleblowern zu tun haben, haben die mit Sicherheit Stress. Jedenfalls, wenn sie authentisch sind. Ja, die fürchten ja Nachteile, deswegen wenden sie sich an die Whistleblower-Hotline und nicht an ihre Vorgesetzten. Und im Übrigen, die wenigsten Whistleblower werden wir zu Gesicht bekommen. Meist bekommen wir eine schriftliche Meldung, vielleicht sogar nur anonym. Und deshalb gibt's aus meiner Sicht da nur eine Art, wie man damit umgehen kann. Man muss die Erkenntnisse der Aussagepsychologie benutzen, eben dieselben, die die Staatsanwaltschaft oder die Polizei benutzt, die Strafverteidiger auch kennen bei Zeugeneinvernahmen. Oder, ja, wer gern Krimis guckt, kann es auch dort sehen. Es gibt da zwei wesentliche Aspekte. Das eine ist die Inhalts- und Strukturanalyse. Das andere ist das Thema konstante Aussagen und Widerspruchsfreiheit. Bei der Inhalts- und Strukturanalyse guckt man sich im Grunde genommen nur den Text an und stellt sich die Frage, sind dort Realkennzeichen drin? Was sind Realkennzeichen? Realkennzeichen sind Anknüpfungspunkte, die zeigen, dass das, was hier gesagt wird, auf tatsächlichem Erleben beruht. Wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wenn wir eine Meldung vorfinden, die punktgenau einen Verstoß umschreibt im Anwendungsbereich der Whistleblower-Policy, dann ist die mit Sicherheit so formuliert worden, damit eine interne Ermittlung stattfinden soll. Und jetzt stellt sich die Frage, ist das glaubwürdig oder geht es da nur darum, jemanden schlecht dastehen zu lassen oder zu denunzieren? Und hier guckt man, wie ist die Schilderung genau? Kann ich mir das vorstellen? Erzählt der Whistleblower in seiner Darstellung Punkte, gewissermaßen wie so ein Drehbuch von einem Film. Und wenn ich dieses Filmdrehbuch im Kopf habe, dann stelle ich mir vor, kommen die Schritte so, wie sie zu erwarten sind. Zweiter Punkt ist, wenn ich mehr Text habe, die Konstanzanalyse. Und da geht es nicht darum, dass wörtlich dieselben Sachen wiederholt werden, dieselben Ausdrücke formuliert werden. Das wäre sogar eher ein Hinweis dafür, dass der Whistleblower in Wirklichkeit lügt und einen festen Plan hat, wie er die Sache immer wieder erzählt. Also Abweichungen in der Wortwahl und in der Erzählung sind normal, sind auch positiv, sprechen für echte Erinnerungen, während praktisch das Festhalten an derselben Formulierung eher an
eingeübtes, bewusstes Lügen erinnert. Ja, und dann geht es natürlich darum, gibt es Anknüpfungspunkte an die Wirklichkeit, die überprüfbar sind. Echte Zeugen, Zeugen, die etwas erlebt haben, werden solche Sachen als Abfallprodukt immer mitliefern in ihrer Aussage. Und dann kann man gucken, ja, stimmen diese Eckdaten, während der Lügner, der eine vorbereitete Erklärung und Lügengeschichte versucht durchzubringen, genau bei seinem Plan bleibt. Denn eins ist klar, das wissen wir, Lügen erzeugt Stress. Und genau diese Stresssymptome will der bewusste Lügner nicht zeigen, was dazu führt, dass er versucht, sich sklavisch an seinen Lügenplan zu halten. Das sind die wesentlichen Punkte, die man bei der Stichhaltigkeitsprüfung zugrunde legen sollte. Aber es geht nicht nur darum, jetzt Lügner zu erkennen. In Wirklichkeit ist das, was bei der Stichhaltigkeitsprüfung gemacht werden sollte, jedenfalls nach meinem Dafürhalten, eine Wahrscheinlichkeitsprüfung. Wir müssen uns 3 wichtige Fragen stellen. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Hinweis korrekt ist? Wie wahrscheinlich ist es, dass der Whistleblower Repressalien erleidet oder erleiden wird, wenn sein Whistleblowing herauskommt? Und wie wahrscheinlich ist es, dass der Whistleblower an die Presse geht oder zur Staatsanwaltschaft, wenn wir dem Verfahren nicht nachgehen? Und da sieht man an der Stelle, das hat mit der Frage, sagt der Whistleblower die Wahrheit oder lügt er, schon zu tun. Aber nicht nur. Es fließen andere wichtige Aspekte ein für die Frage, welche Folgemaßnahmen ergreife ich und wie gehe ich damit um. Und das hängt dann auch von den Konsequenzen ab. Ich muss mir immer auch die Frage stellen, wenn der Hinweis wahr wäre, was wäre die Konsequenz? Wenn also zum Beispiel jemand sagt, da ist eine Maschine, die ist so unsicher, dass dort Menschenleben gefährdet sind oder schwere Verletzungen drohen, dann ist das etwas, wo man sagt, ja gut, also dem Hinweis gehen wir nach, das gucken wir uns an. Denn wenn das richtig sein sollte, dann ist das eine Gefahr und die müssen wir abstellen. Und es ist ja auch leicht zu gucken, was ist. Oder die andere Geschichte, geht der dann an die Presse oder zur Staatsanwaltschaft? Und da muss man sich eins klar machen. Ja, es stimmt. Normalerweise muss der Hinweisgeber, bevor er an die Öffentlichkeit geht, erstmal eine externe Hinweisgeberstelle anrufen und danach kann er es zur Presse. Aber wenn massive Gefahren für die Umwelt oder Leben drohen und man die Zeit nicht abwarten kann, dann kann der Whistleblower sich direkt an die Presse wenden. Das bedeutet, in die Risikoanalyse ist also nicht nur die Frage, lügt der Whistleblower oder nicht, ist da was dran, kann das sein, einzubeziehen, sondern auch die Frage, was wird hier vorgeworfen und was würde die Presse, was würde die Staatsanwaltschaft machen. Und es ist übrigens zwingend, dass man sich genau diese Risiken bewusst macht, um dann im eigenen Interesse des Unternehmens die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Warum? Um eine interne Ermittlung gesetzeskonform durchführen zu können, werden zwingend personenbezogene Daten verarbeitet und die sind sensibel. Und das bedeutet, bevor man überhaupt anfängt, E-Mails aufzumachen oder Telefonverbindungen oder Kontoverbindungen nachzuvollziehen, brauche ich einen konkreten, auf Erfahrungswerten gestützten Hinweis, dass tatsächlich ein Verstoß vorliegt. Und genau dieses Ergebnis liefert eine umfassende Risikoanalyse im Rahmen der Stichhaltigkeitsprüfung. Okay, wenn man das aber jetzt umsetzen will, was braucht man eigentlich dafür? Ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wir brauchen eine Fragenliste oder vielleicht einen Gesprächsleitfaden. Und das muss uns irgendwie ermöglichen, strukturiert vom Hinweisgeber die Punkte zu erfragen, die wir für die Risikoanalyse brauchen. Da gehören so Fragen hin wie, welche Schäden drohen, wenn man dem Hinweis nicht nachgeht? Genauso wie die Frage, sorgt sich der Whistleblower vor Repressalien? Oder was könnte das Unternehmen tun, um das Problem zu beseitigen? Aber das ist natürlich nicht alles. Am Anfang wird die Meldung stehen und die wird sich auf den wesentlichen Kern des Problems konzentrieren.
Wir müssen deswegen Kontakt halten mit dem Hinweisgeber. Wir müssen ihm Empathie gegenüber zeigen. Wir müssen ein faires und transparentes Verfahren starten. Wir müssen ihm erklären, was passiert, wann es passiert, warum es passiert. Und wir müssen ein realistisches Erwartungsmanagement erzeugen. Also der Grundfehler wäre, dem Whistleblower erstmal zu sagen, ja, wenn das so stimmt, dann ist das ein Skandal. Und dann, 3 Monate später, sagt man ihm, ja, wir haben es uns angeguckt, da ist alles nichts dran, da wird nichts draus. Erwartungsmanagement und Empathie ist wichtig. Und dann gibt es auch ein paar No-Gos. Der Whistleblower ist nicht der informelle Mitarbeiter der Innenrevision oder Compliance-Abteilung. Und das bedeutet zwar, weil wir das auch brauchen, dass wir wissen wollen, welche Informationen hat er, mit denen er belegen kann, dass sein Vorfall tatsächlich stattgefunden hat. Aber was auf keinen Fall gemacht werden darf, ist, den Whistleblower dazu aufzufordern, eigenständig sich weitere Beweismittel zu beschaffen. Also zunächst einmal kann es ja sein, dass er die unter Verstoß gegen das Geschäftsgeheimnisgesetz überhaupt erst besorgt. Und das sollte auf keinen Fall auf eine Anstiftung durch die Whistleblower-Stelle dann zurückzuführen sein. Naja, und im Übrigen ist es ja so, wenn wirklich was dran ist an dem Vorwurf, dann muss er ja aufgeklärt werden. Und dann wird er entweder aufgeklärt durch die Staatsanwaltschaft oder durch interne Ermittlungen. Dort müssen Beweise rechtmäßig erlangt und gesichert werden. Und das geht definitiv nicht, indem man sich die von einem internen Whistleblower liefern lässt. Es gibt also tatsächlich viel zu tun, wenn man die internen Meldeprozesse richtig einsteuern will. Und dazu brauche ich erstmal natürlich die Technik, also die Meldeplattform. Ich muss die Meldekanäle einrichten. Aber dann brauche ich natürlich auch gut ausgebildetes Personal, das einerseits aussagepsychologisch interessiert mindestens ist und die Grundsätze kennt, die Stichhaltigkeitsbeurteilung machen kann, aber auch die Risikoanalyse zutreffend durchführen kann. Schließlich brauchen wir auch Rechtskenntnisse, die ermöglichen, den Vorwurf strafrechtlich oder ordnungswidrigkeitenrechtlich richtig einzuordnen und gegebenenfalls eine Abgabe an die Staatsanwaltschaft zu veranlassen, beziehungsweise interne Ermittlungen. Ja, und was hat sich in der Literatur getan? Es gab in den letzten 2 Monaten, ich sag mal so, ein paar interessante Veröffentlichungen. Die erste und für mich persönlich spannendste, weil ich das Geschäftsfeld ja selber auch betreue, ist eine zum Rechtsanwalt als Ombudsmann oder als Vertrauensanwalt. Der Kollege stellt da sehr, sehr zutreffend, aber auch mit lösungsorientiert vor, an welchen Stellen das anwaltliche Berufsrecht sich mit dem Hinweisgeberschutz beißt. Und das, obwohl im Hinweisgeberschutzgesetz ausdrücklich drinsteht, Anwälte sind gewissermaßen die geborenen Whistleblower-Meldestellen. Und dann gibt es einen sehr interessanten Aufsatz, der stellt die eigentlich offensichtliche Frage nach dem Elefanten im Raum. Was ist denn mit dem Lieferkettenschutzgesetz? Kann ich die interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz benutzen, um die Beschwerdestelle damit abzubilden? Die gute Nachricht ist, ja, das geht. Allerdings muss man ein paar Erweiterungen vornehmen. Ich brauche vor allen Dingen eine Whistleblower-Policy und in der muss ich den Verstoßbereich über den Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes ausdehnen. Und zusätzlich muss ich diese Whistleblower-Policy als Verfahrensordnung veröffentlichen. Und dann gibt es einen interessanten Aufsatz im Datenschutzberater, der sich mit dem permanenten Widerspruch zwischen Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung und der Vertraulichkeitsverpflichtung im Hinweisgeberschutzgesetz bezieht. Und das ist der Konflikt zwischen dem Whistleblower, der anonym bleiben will, und dem Verdächtigen, der ja wohl sicherlich einen Anspruch darauf hat, zu erfahren, dass Daten über ihn verarbeitet werden und welche. Dann gab es 2 Entscheidungsbesprechungen zum Urteil des Bundesarbeitsgerichts zu internen Ermittlungen. Das hatte ich in meinem letzten Video genauer betrachtet. Und am Schluss ein Editorial zur Frage, warum man
als deutscher Gesetzgeber, wenn man schon über den Mindestanforderungskatalog der Whistleblower-Richtlinie hinausgeht, dann nicht auch klare und unmissverständliche Leitplanken für interne Ermittlungen ins Hinweisgeberschutzgesetz aufgenommen hat. Immerhin, vor einem Jahr diskutierten wir alle darüber, dass es vor allen Dingen deshalb ein Verbandssanktionengesetz bräuchte, weil das Verfassungsgericht zum Thema interne Ermittlungen einen Haufen Fragen aufgeworfen hat. Gut, das Verbandssanktionengesetz ist nicht gekommen, aber die Probleme sind doch da. Und wenn man schon im Hinweisgeberschutzgesetz als Folgemaßnahme interne Untersuchungen vorschreibt, dann wäre es doch auch schön gewesen, einen Rechtsrahmen anzugeben, der die dann auch rechtssicher ermöglicht. Und damit sind wir am Schluss dieses Videos. Ich hoffe, ich konnte überzeugen mit meiner Argumentation, dass die Stichhaltigkeitsprüfung der Dreh- und Angelpunkt für eine gute Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes ist. Das Meldestellenpersonal muss das jedenfalls können, muss fachkundig sein, so steht es auch im Hinweisgeberschutzgesetz drin. Und jetzt stellt sich eigentlich für den Mittelständler die Frage, mache ich jetzt Schulungen? Oder gebe ich es gleich einem Anwalt? Es gibt da drei Punkte, die sprechen dafür, es an einen Anwalt zu geben. Erster Punkt, ich spare mir die Datenschutzfolgeabschätzung. Denn wenn ein Rechtsanwalt im Rahmen seines Mandats als Ombudsmann oder Vertrauensanwalt die Whistleblower-Stelle bearbeitet, dann findet die Verarbeitung der Daten aus dem Hinweisgebersystem nicht unter der Verantwortung des Unternehmens statt, sondern beim Anwalt. Der Anwalt stellt sicher die Vertraulichkeit und auch die Unabhängigkeit, was gerade im Mittelstand mit überschaubaren Verhältnissen, wo jeder jeden kennt, wichtig ist, um überhaupt Akzeptanz für diesen Meldekanal zu schaffen. Okay, aber was ist, wenn ich zum Beispiel einen Syndikusanwalt habe? Gebe ich vielleicht dem die Sache? Der kann das ja auch. Ja, kann er. Aber es gibt das Standesrecht und das Standesrecht sagt, dass wenn jemand, und das gilt auch für Syndikusanwälte, vorbefasst ist mit einer Angelegenheit, kann er später in derselben Angelegenheit nicht für einen anderen Mandanten tätig werden. Und es gibt hier wirklich das Problem, dass ich den Syndikusanwalt, wenn das ein ernsthafter Verstoß ist, mit Sicherheit brauche, um die internen Ermittlungen zu organisieren oder vielleicht sogar die Verteidigung im Straf- oder Bußgeldverfahren. Und das spricht aus meiner Sicht auch dagegen, den Hausanwalt des Unternehmens als Vertrauensanwalt einzusetzen. Denn den will ich ja mit Sicherheit mir aufheben für die Fälle, in denen ich das Unternehmen verteidigen muss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, gebt ihm ein Like, abonniert den Kanal, empfehlt es weiter und schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn ich etwas zu Compliance-Risikomanagement sage. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.